Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Heimatprojekt. Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Ja, Grüße und mal Moin. Müsste Donnerstag sein, oder? Ja, müsste sein. Okay, nochmal richtig. Und zwar, ja, wir sind hier durch mit dem Dreschen. Den Drescher habe ich schon entleert. Das ist gerade so ausgegangen mit den Anhänger. Es ist zwar jetzt kein übertrieben großes Feld, aber Hafer hat ja immer ein bisschen mehr Ertrag. Er müsste hier hinten, ist unterwegs. Hier hinten sieht man schon, da fährt er. Ich habe ihn jetzt nur mal hingeschickt, also der lädt noch nichts ab. Weil das wollen wir ja später machen, ne? Das wollen wir ja später machen. Und zwar, das heißt, der Drescherlinski, den schicken wir jetzt. Ah, perfekt. Der Puma ist angekommen, läuft. Den Drescher, den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Das heißt, der kann mal genüsslich runterdümpeln zum Hofsilo. Da wird er vermutlich wieder ins Hofsilo reinknallen, weil das ist ein bisschen eng dort, aber ja, macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, der Landini ist schon auf dem Weg mit der Palmpresse. Das werden wir uns jetzt zu Gemüte ziehen, weil da habe ich Bock drauf. Der steht nach wie vor rum, ne? Man kennt's, der kleine Iseki. Und der steht hier auch rum. So. Ja, theoretisch könnte man eigentlich den schon, ja, können wir schon machen. Wir kippen jetzt hier ab und wenn es abgeschlossen ist, brechen wir ab. Den Rest behalten wir uns. Obacht. Oh, wann ist soweit? Wann ist soweit? Wann ist soweit? Wann ist soweit? Ja, genug. Wow, 1400 Liter. Das hat sich jetzt aber gebracht. Na gut, wir nehmen es trotzdem mit nach Hause, aber ja, die 1400 Liter. Also das ist jetzt wirklich so nach den ganzen Updates oder nach dem Patch, wie Giants auch gesagt hat, jetzt bleibt nicht mehr so viel über. Wir durften froh sein, dass so viel immer übergeblieben ist, aber jetzt ist es definitiv nicht mehr der Fall. Naja, ist halt so. Der Case, der bekommt jetzt dann die Aufgabe, eben die Ballen zu sammeln, oder? Ja. Genau, den werden wir den Ballenladewagen heranschnallen. So, und wir werden jetzt hier schon mal loslegen. Wie gesagt, mir gefällt die Presse hier. Sieht cool aus. Das Feature mit den, so, mit dem Ballen drehen finde ich auch toll. Also tippitoppi. So, dann machen wir hier nochmal den hier. Und ab geht die Post. Und dann müssen wir nachgucken. Automatisches Ablegen anschalten. Jo, mach mal. Ballenzähler rücksetzen. Ja, gewickelte Ballen ist jetzt zurückgesetzt. Perfekt. Also geht das los. So. Also wollen wir auch ein bisschen Außenansicht gucken, wie die Ballenpresse so funktioniert. Also mir gefällt sie sehr gut. Badum. So. Ehrlich? Wir haben rosa Bändchen? Okay. Habe ich jetzt nicht mehr gewusst, dass wir rosa Farbe gekauft haben. Oder Folienfarbe. Ja. Das ist halt so ein Ding. Ja, hier ist noch eine weiße Folie drin, aber es werden trotzdem rosa Ballen gewickelt. Das wäre noch cool, wenn das gemacht wird. Oder gemacht werden wird. Oder irgendwie so. Weiß nicht. Konjunktiv. Vielleicht wird es gemacht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich habe dann schon länger nicht mehr nachgeguckt, ob es da ein Update gegeben hat. Müsste ich mal wieder reinschauen ins Portal, ob da irgendwas passiert ist. Okay, dann machen wir natürlich hier nächste Mal. 8.04, das müsste eigentlich noch immer passen, oder? Jo. Perfekt. So, das heißt, einmal ordentlich hier Ballen pressen und wickeln. Werden jetzt halt ein paar mehr sein, dadurch, dass wir eben keine 5500 Liter Ballen machen, wenn wir eine Pöttinger hätten. Aber ja, dafür ist es mal was anderes, ne? Dafür ist es mal irgendwas anderes. Weil sonst die Pöttinger, die Impress, oder? Ich glaube Impress heißt die. Die sieht man sonst so oft, aber das Ding sieht man jetzt eigentlich nie. Oder habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Deswegen nutzen wir mal das. Das ist ja das Gute an den ganzen Mods. Da ist ja dann so viel Variabilität drinnen. Ja, das gefällt mir. Die sieht ja auch gut aus hier, ne? Was ist denn da? Massa-Modding, okay. Ja. Gram-Modding. Ich muss natürlich sagen, die Modder kenne ich jetzt nicht. Ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich habe es da einfach runtergeladen. Sie hat mir optisch gefallen und ja, gut ist. So, das heißt,
Ui, doppelt. Wollte noch ein bisschen zurückschieben, da war ein bisschen zu forsch. Hat mal ein bisschen Innenansicht. Okay, der Case ist jetzt also auf dem Weg nach Hause. Oder haben wir den schon losgeschickt? Ja, ich glaube. Der Drescher müsste irgendwann mal was machen. Oder irgendwann mal laut geben, wenn er fertig ist. Oder. Ah, der ist schon da. Man hört ihn. Man hört ihn einfach, den Drescher. Ja gut. Jetzt habe ich schon so oft gesagt, ich musste ehrlich mal einen Punkt einfahren, dass ich da vorher stehen bleibe. Weil sonst haben wir immer das Problem dann, ne? Sonst haben wir immer so ein Problem, dass die da ran rammeln. Und das wollen wir ja nicht. Sondern die soll, der soll ja auch ein bisschen, ja, gemächlich hier herumfahren. So. Weißt du was? Den lassen wir hier jetzt einfach mal so stehen. Warte, wir müssen ja abladen. Abladen müssen wir eh. Ja. Dann stellen wir den ab und dann mache ich hier jetzt einen Punkt. Ich mache Nägel mit Köpfen. Einfach hier einen Autodrive-Punkt mit Hof, dass hier vorher stehen bleibt. Oder haben wir hier schon einen? Nö. Dann würde ich einfach mal sagen, ich mache hier Hof. Oder? So. Ich mache hier Hof und dann passt das. So, Hof. Perfekt. Hammer. Der ist hier drin. Hof, Hof-Silo, Shop. Perfekto. So. Jetzt haben wir das auch. Und ja. Das heißt, wir nehmen jetzt den Gemieteten. Leute, nicht vergessen, das Ding ist nur gemietet. Der gehört nicht uns. Den nehmen wir jetzt mit. Und schicken wir den hoch zu Feld 2. Und dann wird der unser Abfahrer Linsky. So. Und... nee, nicht. Wieso sage ich immer Hof 2? Feld Nummer 2. Wow. Ah. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gedacht, ich habe den Weg hier draußen oder hier drinnen rein rumgezogen, aber nö. Der Weg war hier. Schön rum und ab geht die Post. Und wir machen hier weiter. Weil von nichts kommt nichts. Der Ballenwagen will ja auch ein paar Ballen haben, die er abfahren kann. Und wenn wir da nicht weiterpressen, passiert da nichts. Okay. Sonst habe ich sonst noch was Großartiges gemacht. Ich glaube, Update-mäßig war jetzt nicht so übertrieben viel. Oder war überhaupt was? Weiß ich jetzt nicht. CP war, glaube ich, nichts. Oder? Warte, wir haben jetzt die 7.019. Vielleicht gibt es schon eine neuere Version in der Zwischenzeit. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Aber habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. Aber nö. Autodrive 2005. Auch nichts Neues dazu. Und bei den anderen schaue ich ja immer so sporadisch rein. ModHub natürlich, da gucke ich immer, ob da im Verzeichnis dann bei ModHub Mods irgendwo ein Update ist. Aber sonst, die ganzen einzelnen auch von den verschiedenen Seiten, da gucke ich nicht immer nach. So ehrlich muss ich sein, da schaue ich jetzt nicht immer nach. So, meistens merke ich es dann, wenn irgendwer was sagt. Yo, hast du schon gehört, dort gibt es ein Update. Hast du das schon gezogen? Ich, nö. Weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie seid ihr so mit Update, Mapdate? Ne? Also, seid ihr da ein bisschen nachlässiger oder seid ihr da penibel? Wir fahren hier ein bisschen so über durchsichtige Schwaden. Auch ein bisschen so ein Phänomen, ne? Aber solange es zählt, ist alles gut. Das ist echt komisch. Na gut. Solange Gras aufgenommen wird, alles gut. Nach dem Pressen hier sitzt eh keiner mehr. Diese Seite sieht gut aus. Für diese Seite ist es ein bisschen luftig hier. Fluffiges, luftiges Heu haben wir. Perfekt. Ne, Gras. Sehr Gras. So. Achso, genau. Es gibt ja auch schon mittlerweile den Mod, den Autostop. Oder, ja, ich glaube, Autostop-Mod. Bei dem eben der Traktor dann, da kann man eben mit der, mit dem Tempomat durchfahren und da würde dann der Traktor stehen bleiben, wenn die Ballenpresse voll ist oder beziehungsweise die letzten paar Prozent langsamer werden und dann stehen bleiben. Dann kannst du gemütlich ausladen und dann fährt er wieder von alleine los. Also da kannst du mit dem Tempomat durchfahren. Ist vermutlich eine Erleichterung, aber ja, ich nutze ihn mal nicht, weil ich ihn natürlich vergessen habe. Gedacht habe ich es mir mal, aber ja. Na gut. So.
Dann gehen wir wieder hier in die Bahn rein. Oh, ein bisschen Innensicht. Wobei halt beim Bahnpressen sieht man da nicht so viel, ne? Also hier kann man ein bisschen rausgucken. Bahnpressen finde ich immer cool, wenn man da von außen ein bisschen zuguckt. So, schaut mal jetzt nur, ja, da passiert irgendwas. Und ja, jetzt ist es passiert. Hier hinten sieht man, wie der Drehkranz hier rotiert. Aber ja, Bahnpressen finde ich spannend da von außen, weil ich will ja auch gucken, wie die Bällchen rausflutschen. So. Dann machen wir die letzten drei Bähnchen und dann müsste eh bald der Case mal irgendwo auftauchen. Der fährt schon die Gerade hoch. Also es wird sie vermutlich genauso ausgehen. Okay, aber mal im Rückwärts aufnehmen. Kann man mal machen? Kann man definitiv machen. Wir haben es gemacht. Na gut. Okay, das heißt. Passt dir der Kurs nicht? Naja. Wie viele werden das noch werden? Wie viele werden das werden, ne? 3, 6, 9, 12. Jetzt habe ich mich verzählt. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ah, das haben wir leicht Platz. Der Ballenwagen hat ja 24 Stück Platz. Deswegen, die können wir mit Leichtigkeit mitnehmen. Beim Abladen müssen wir natürlich dann darauf achten, dass wir nicht alle abladen. Also die werden wir ein bisschen außerhalb abladen. Und dann, wenn eben die Ballenwurst runtergedrückt wird oder runtergedrückt wurde, dann werden wir eben ja so langsam rückwärts reinschieben und dann immer so einen Ball nach den anderen so reindrücken. Und wenn die Ballenmission dann abgeschlossen ist, dann hören wir auf und die restlichen Silageballen nehmen wir wieder mit nach Hause. Weil wir haben ja vor immer ein bisschen bei den Kühen. Da wäre nicht schlecht, wenn wir schon ein bisschen Futter hätten. Weil wir müssen jetzt das Gras und Silage und den ganzen Kram erst machen. Natürlich, klar, Geld wäre auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, Geld haben wir leichter als eben die Silage, oder? Oder was meint ihr? Weil Gras müssten wir ja erst anpflanzen. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wenn wir das jetzt im Juli dann noch anpflanzen, dann müssten wir unten noch das Stroh wegmachen. Bei, ja, das Stroh bei der, weiß nicht, was sind das für ein Feld? Bei der 34, das Stroh müssen wir dann noch wegmachen. Und dann könnten wir, ich glaube, zusammen den Hobel, dann könnten wir natürlich dort mit der Sämaschine drüber ein bisschen Gras anpflanzen. Und dann hätten wir relativ zeitnah unser eigenes Gras. Hof. Nehmen wir zuerst mal den Punkthof. So, adios, machen Sie es gut. Und dann werden wir uns hier den schnappen. Und ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen mit dem ganzen Kram. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. So, dann. Das ist aber auch so eine Sache hier bei dem Ladewagen. Dadurch, dass wir jetzt die kleinen Ballen haben, ist der Arm auch dann besser dran. Zum Beispiel den 1,80 Meter Ballen oder bei dem 1,50 Meter. Da ist natürlich hier der Ballen noch ein bisschen breiter. Und dann kann der Arm nicht so weit nach oben klappen. So. Sondern steht ein bisschen so mehr raus. Und das ist natürlich für Straßenfahrten ja eher weniger gut. Eher nicht so. Okay. Das heißt, den schnappen wir uns noch. Was haben wir noch? Einen. Dann haben wir den Dreier-Stack voll. Und dann geht's weiter. Es ist ein kleines, schnuckliges Feld. Aber wenn man bedenkt, wir haben jetzt bei der Mission hier, das sind schon ordentlich. Wenn man, jeder Ballen hat 3.500 Liter, wenn da 20 Ballen sind, dann sind das 70.000 Liter. Ich glaube mit 70.000 Liter zum Beispiel, mir geht es jetzt nur darum, ich rechne ein bisschen dann für die kommenden Kühe, ne? Weil unser Feld 34 ist ja ein bisschen größer, glaube ich, hier. Dass wir ungefähr so einen Einblick haben, wie es ausschauen könnte, wenn wir dann Gras anpflanzen. Natürlich kann man unser eigenes Feld ja auch mehrmals mähen, also dreimal im Jahr. Können wir da ruhig drüber mähen. Und dreimal. Das heißt, da können wir einmal Heu machen, einmal Silage und beim dritten Mal lassen wir uns überraschen, was es wird. Das weiß ich ja nicht so genau. Aber ja, passt. So. 14, 15, 16, 17 Bällchen. Na gut. Na, guck mal an, 17 Bällchen. Besser als nichts.
So. Hui. Ah, jetzt fällt es mir gerade ein. Wenn wir dann Kühe haben, brauchen wir natürlich auch dann noch einen Futtermischwagen. Wir müssen da die Mischration irgendwie abrühren auch, ne? Also einfach so in eine Schubkarre reinpacken das Zeug und dann mit der Hand abrühren, ist ja nicht. Ja, ein bisschen steht da trotzdem raus, aber gut ist. Jo, dann schauen wir mal, wo müssen das, oder wo muss das ganze Zeug hin? Ich glaube, das war bei der BGA, oder? Wenn ich mich nicht täusche. BGA, okay, dann fahren wir da mal runter. Ich würde aber sagen, weil die 15 Minuten sind schon wieder rum. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.